Prominenter Besuch bei der Haager Bauernschaft und Freunde der ÖVP in den Räumlichkeiten von Schloss Starhemberg. Zahlreiche Landwirte und Interessierte nutzten die Möglichkeit, mit Bundesminister Josef Bröll verschiedene Themenbereiche der Landwirtschaft zu diskutieren. Veränderungen und Reformen sind auch in der heimischen Agrarpolitik angesagt. Die Agrarreform war dabei nur ein erster Schritt. EU-Osterweiterung, Sozialversicherung, Strukturwandel und Tierschutz – nur einige wenige Beispiele, die die österreichischen Bauern zurzeit vor schwierige Fragen stellen. Das heiße Thema ist ohne Zweifel eine Umstellung des Agrarausgleichszahlungssystems. Wir haben eine Reform der Agrarpolitik hinter uns und die müssen wir jetzt umsetzen. Dabei kommt es zu keiner Reduktion der Ausgleichszahlungen, aber zu einer Umstellung des Systems. Das fordert die Verwaltung, das fordert die Beratung und fordert vor allem die Bäuerinnen und Bauern. Aber für mich war wichtig, diesen Weg beizubehalten, jeden Euro aus Brüssel und jeden Euro seitens des Bundes zu den bäuerlichen Betrieben. Und das werden wir auch in Zukunft so halten. Wie sehen Sie jetzt die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft? Sehr, sehr optimistisch. Ich weiß, dass manche das Gefühl haben, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich sage aber, dass wir sehr wettbewerbsfähig sind, dass wir hervorragende Produkte produzieren, dass ich stolz bin auf jeden einzelnen Betrieb, auf jede einzelne Bäuerin und Bauer, die sich sehr, sehr engagieren. Und es liegt an uns und an mir, hier die Unterstützung und die entsprechenden Ausgleichszahlungen sicherzustellen. Das tue ich tagtäglich. Ich denke, dass wir in Europa sehr, sehr weit vorne liegen, dass wir im Tourismus eine Chance haben, dass wir mit der Diversifizierung eine Chance haben und am richtigen Weg unterwegs sind. Der Abend bot eine gute Möglichkeit, sich Informationen aus erster Hand zu holen. Doch nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landes- und Gemeindeebene wird für die Landwirtschaft gearbeitet. Wir haben, so wie ich eingangs beim Referat gesagt habe, die Agrarpolitik ist im Umbruch. Wir haben die Agrarreform, die wir in der Umsetzung haben. Wir haben die Harmonisierungsdiskussion, wo wir nicht genau wissen, wie sich das entwickelt, ob sich die Sozialpartner einigen können, ob wir hier eine Entscheidung finden. Wir haben die Diskussion Tierschutzgesetz, Bundestierschutzgesetz, wo wir sehr, sehr wesentliche Dinge zu erledigen haben. Wir sprechen uns für Tierschutz aus als bäuerliche Vertretung, aber es muss in einem Rahmen sein, wo wir auch im Wettbewerb bestehen können. Und das ist das Wesentliche. Und das sind die Themen, die wir zurzeit diskutieren. Es war doch die Möglichkeit, dass man mit dem Minister persönlich seine Fragen gestellt hat. Und man hat gesehen, dass Minister Bröll an und für sich sehr fachkompetent ist. Er weiß, von was er redet, und man kann umschweift es, sondern nennt das Ding beim Namen und trifft den Kern der Sache. Und so, glaube ich, war das für alle ein sehr fescher Abend und ich glaube, eine gute Sache. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Minister herausfahren aufs Land. Das ist ein wichtiger Punkt, weil doch sehr, sehr vieles schlecht kommuniziert wird zwischen Regierung und der Bevölkerung ganz allgemein. Und wenn man aus direktem Munde erfährt, was zwischen Brüssel, Wien, Linz und der Hausruckregion verhandelt wird, ist es sicherlich eine gute Aktion. Es war die Beteiligung gut und ich habe großen Respekt vor einem so jungen und tatkräftigen Minister, der lange Kilometer und viele Reisen auf sich nimmt. Ja, ich finde, das schon sehr informativ war und dass die Fragen, ich meine, ganz kann man es nie beantworten, aber großteils sind schon die wichtigen Fragen aufgeworfen worden. Und meiner Meinung nach sind sie eigentlich ganz gut beantwortet worden. Finde ich schon, ja. Im Anschluss an die Diskussionsrunde wurde zu einem kleinen Imbiss geladen. Serviert wurden natürlich Spezialitäten aus heimischer Produktion. In gemütlicher Runde musste der Landwirtschaftsminister wohl noch einige Fragen beantworten.